Ich hoffe, dass wir das auch nicht verlieren, bis wir einen Enchantment Table haben. Und irgendwie dann auch was enchanten können, was schön ist. Ich muss übrigens mal gucken, wo ich den Better Enchanting Mod herkriege, weil der wollte bei mir irgendwie bis jetzt nie funktionieren. Ich weiß noch nicht warum. Vielleicht funktioniert er bei mir mit der neuen Version. Das wäre auch ganz cool, wenn die neue Version mir das bringen würde. Denn dann würde ich auf jeden Fall gerne enchanten, denn wir brauchen ja eigentlich, also wir brauchen in der Theorie nur 30 Level für was extrem Gutes. Und naja, schauen wir mal. Ach verdammt. Deswegen, das können wir jetzt schon machen. Okay, und jetzt kommt keine Fackel mehr hin, weil ich keine mehr habe. Oh, jetzt müssen wir den Boden raushauen und dann kommen noch hier diese kleinen, diese minimalen Trennwände zwischen die Kisten hin. Da müssen wir noch einiges an Kisten machen. Also wir machen auf jeden Fall jetzt noch einiges. Muss ich echt sagen, wir haben noch einiges jetzt vor uns. Aber dazu muss ich dann auch sagen, läuft. Also dafür, dass wir so viel jetzt geschafft haben, hätte ich gedacht, wir brauchen mehr Zeit dafür. Und irgendwie, dass jetzt die ganze Aufnahme. Okay, also ich denke mal, die ganze Aufnahme wird hier halt im Haus noch geschehen. Also in die Höhle werde ich nicht mehr gehen. Aber wir haben hier im Haus schon jetzt so viel geschafft. Das ist krass. Das ist echt krass, dass wir bis jetzt schon so viel geschafft haben. Okay. Ich muss mir gleich mal ein bisschen was wegbringen, weil wir gerade voll sind. Sonst denke ich mir immer so bei anderen Let's Playern, bei denen ich mal Minecraft gucke, dann, Mensch, Leute, macht doch mal das in den Inventar leer, so viel braucht ihr doch gar nicht. Dann merke ich auf einmal, scheiße, warum hat man so viel mehr Inventar drinne? Und das mitten im Let's Play. Ja, wenn man selbst Let's Player ist und selbst auch dann auch mal die gleichen Spiele spielt, dann merkt man auf einmal, verdammt, man kann ja doch so verpeilt sein und das nicht mitkriegen. Da denkt man sich, ups, blöd, dass ich mich selbst so darüber aufgeregt habe. Natürlich, ohne jetzt irgendwas zu schreiben oder so. Weil manche meinen ja auch, sie müssten das unbedingt mitteilen und irgendwen versuchen runterzumachen. Und das finde ich so hirnlos. Macht selbst besser. Und wenn man sich nur auf sowas konzentriert, dann konzentriert man sich nicht mehr darauf zu sprechen. Wenn man sich jetzt denkt, oh ja, ich mache alles richtig, dann spricht man nicht mehr. Nee, dann hört man einfach auf zu sprechen, dann passiert nichts mehr. Weil es dann einfach so ist, ja, ich bin hier, ich mache das jetzt alles richtig, darauf konzentriere ich mich und sprechen? Nö, sprechen tue ich nicht. Hier beim Abbauen, okay, da ist kein Problem mit Sprechen. Aber das kann auch manchmal vorkommen. Oh, ich habe gerade gedacht, da wäre gerade schon wieder eine Spinne gespawnt. War nur der Hund. Und will ich eigentlich hier oben hin? Ich bin doch blöd. Wo will ich denn eigentlich hin? Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Ah ja, genau! Sachen ablegen! Damit ich wieder Neues aufnehmen kann. Da war doch was! Da war doch was! Glatt vergessen! Okay, wann habe ich solche Musik hier in der Playlist drin? Oh Gott, das kann doch kein Mensch machen. Das geht doch nicht, Mensch, Leute, 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 Leute. Ich glaube, da bin ich einmal so richtig zu abgegangen. Das ist hier grauenvoll. Wie geht denn sowas? Ja, okay, vielleicht hatte ich einfach zu gute Laune. Vermutlich. Gute Laune Musik, gute Laune. Ja, gute Laune Musik. Oh Gott, oh Gott. Na, guck mal, man kann auch zu viel gute Laune haben, glaubt mir. Das gibt's. Ich kenne so Leute, die haben einfach zu gute Laune und die sind einfach unerträglich. Ur-Zombie! Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss hier gerade mein Haus fertig bauen, ja? Da kann ich keine Störungen dulden. So sieht das nämlich aus, ja. So und nicht anders. Ja, Hundi, für dich gibt's auch noch nachher mal ein bisschen Fleisch, natürlich. Dich vergesse ich doch nicht. Bin ich froh, dass ich dann, wenn ich gleich fertig bin und aufnehmen, endlich mal meinen Kopf wieder normal zurück hängen lassen kann, weil dann so ein bisschen steif wird.
Ja, ich lasse das jetzt so stehen. Ach, verdammt. Na gut. Was ist denn? Tuba-Waddel. So schön. Oh, Tuba schon zu Ende. Ich habe jetzt extra gerade nicht gesagt wegen der Tuba, weil ich es einfach zu geil finde. So, Eisen nehmen wir natürlich mit. Kann man nicht hier liegen lassen. Immer her damit. Hauen wir auch alles wieder mit Erde zu. Nein, natürlich nicht alles, oder? Doch. Doch alles. Nein, alles falsch gebaut. Ja, das ist zwar jetzt. Es, so ein Bauen ist zwar immer mit viel falschen Sachen geplagt, allerdings ist es dann doch immer recht schnell. Wenn man doch dann manchmal recht schnell fertig wird. Wow, was flog denn da gerade von meinem inneren Auge her? Na, inneren Auge vielleicht nicht, aber... Das bin ich selbst, ey. Boah, leck. Ach, es wird hell. Man merkt immer, wenn es hell wird, wenn man irgendwo drin ist, wenn man nahe der Oberfläche ist. Oh, es wird hell. Was? Woher weißt du das? Ja, ich höre gerade Zombies brennen. Ah, ja, okay, ja, okay. Und abbauen. Ach nee, warte mal. Nein! Nein, 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 nein. Moment, Moment. Ich muss gerade mal noch was überlegen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade was nicht bedacht. Halt, stopp. Bevor wir jetzt weitermachen. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Ach nein. Ich hab gerade was falsch gemacht. Nein! Nein! Oh Gott, das heißt, wir sind echt die ganze Aufnahme noch hier unten drin. Tja, meine lieben Freunde. Genau, und ich wollte den Boden ganz anders machen. Ich bin schlau. Manchmal sollte man einfach nicht darüber nachdenken, was man tut. Okay, doch, man sollte immer darüber nachdenken, was man tut. Immer. Vergesst nie darüber nachzudenken, was ihr gerade tut. Oder tun wollt. Glaubt mir. Besonders in Minecraft und beim Aufnehmen. Euer Kopf ist einfach zu. Nee, ganz ehrlich, euer Kopf ist zu dabei. Aufnehmen plus Minecraft, Kopf zu, Ideen vergessen, vergessen, was man machen wollte. Ich habe gerade die Idee vergessen, dass ich das eigentlich 4 hoch machen wollte. Damit ich auch 2 Truhen reinhauen kann, so in Rederei. Ihr werdet das gleich noch sehen. Und dass der Boden aus Cleanstone sein sollte. Verdammt! Und ich muss generell noch eins runter. Das heißt, ich kann dieses ganze Holz wieder abhacken. Verdammt! Naja. Gut. Fehler passieren. Immer wieder. Verdammt! Ist natürlich ärgerlich. Klar, ist immer ärgerlich, wenn man irgendeinen Fehler macht. Besonders, wenn er dann so viel Zeit in Anspruch nimmt. Verdammt, aber das geht doch gar nicht. Fuck. Da versagt die Stimme. Nein. Nein, 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 nein. Holz weg, Holz weg, Holz weg, Holz weg. Ah.
Und wieder oben und Axt machen. Ja, in dieser Aufnahme sehen wir sehr viel, besonders vom Haus. Oder explizit vom Haus. Apropos Haus. Ich kann ja mal noch eine... Ach, das ist eine, ich mache zwei Truhen, komm. Ich werde eh noch so viele machen. Das ist egal. So, ich hau jetzt erstmal wieder alles hier rein, weil es geht mir langsam so auf die Nerven, dass ich so viel im Inventar habe, dass ich gar nicht mehr sehe, was ich drin habe. Okay, und weg, 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 weg. Das muss wieder mit und das muss mit und das muss mit. Ich brauche ja gar nichts mehr machen. Nein, aus. Ich brauche jetzt gerade erstmal nichts machen. Halt, stopp. Was wollte ich machen? Genau, eine Axt. Ich glaube, ich mache mir lieber gleich zwei Äxte. Vielen Dank. Weitermachen! Ah ja, Holz wieder weghacken, ist super. Ist doch so interessant. Ja, ja, ja. Was mir besonders gerade auffällt, ich hätte ja schon mal Cleanstones machen können, aber gut. Ich glaube, das. Klar, ich meine, da hätten wir sogar noch welche übrig. Müssen wir noch welche übrig haben. Außerdem sind ja unten genug Cleanstones drin, schon mal soweit. Also wir brauchen höchstens noch 32 Cleanstones, damit wir noch alles, was nicht Cleanstone ist, hier unten im Boden auswechseln können. Sollte gehen. Ach ja, und alles wieder weghauen. Das ist schon ärgerlich. Ich versuche immer den Rhythmus dann zu erraten von den Stücken, von den Liedern, die ich gerade höre, aber irgendwie will das immer nicht so, wie ich das will. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Danke. Nein! 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 Was baue ich denn hier? Zur Hölle! Ich fasse es nicht hier. So gut verbaut habe ich mich lange nicht. Naja, gut. Doch, so groß verbaut habe ich mich letztens doch erst mit dem Dach, was wir da hatten. Wo ich doch die ganzen Stones wieder raushauen konnte. The Assassins. Assassin's Creed. Assassin's Creed, ich könnte eigentlich die ganze Zeit nur über Spiele labern, glaube ich. Assassin's Creed ist natürlich auch mit eins von den geilen Spielen, beziehungsweise Spielereien. Da muss ich allerdings sagen, da finde ich den ersten Teil mit am schwierigsten von den ganzen. Weil da muss man sich ja seine Fähigkeiten erst wiederholen. Und bevor ich jetzt weiterrede, weitermache, mache ich nochmal ganz kurzen Stopp, wir sehen uns gleich wieder.